Kommen wir heute mal zu was Praktischem. Und zwar, ich hoffe, dass ich damit einigen Leuten helfen kann. Das ist, wie gesagt, meine Diplomarbeit. Damit bin ich jetzt seit knapp 3 Jahren beschäftigt. Ich hatte mir vorgenommen, ein Modell Helikopter, RC-Helikopter selber zu bauen. Und ich bin immer noch nicht mit Einstellen fertig. Das hat aber unter anderem damit zu tun, dass wirklich, also Ingenieure erklären sehr schlecht und Verkäufer mögen natürlich gerne verkaufen, aber erklären auch sehr schlecht. Ne? Also Entwickler, die es entwickelt haben, erklären auch sehr schlecht. Und ich habe echt gemerkt, immer, man tut sich echt so als Einsteiger, boah, es ist wirklich also sehr schwer. Mit wenig Erklärungsbedarf da etwas zu eruieren, zu experimentieren, herauszufinden, wie es richtig ist. Es gibt jetzt auch wieder viele Ingenieure, die könnten sich jetzt wahrscheinlich wieder untereinander streiten mit Entwicklern, wie es jetzt richtig ist, wie es falsch ist, wie man es richtig macht, wie man es falsch macht. Der eine sagt, nee, es muss so sein, der andere sagt, nee, es muss aber so sein. Also deswegen wollte ich jetzt diesem Thema Tail einstellen, mal heute so ein bisschen auf die Schliche kommen, weil ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem Videotutorial, was man da so sieht, wie man einen Tail einstellt. Also da geht es halt um den Schlitten, der auf dieser Heckrotorschiene hin und her fährt. Und da geht es darum, die Maximalwerte einzustellen, damit der Schlitten nicht links anklatscht und rechts nicht überdreht, ne, wenn er nach rechts fährt. Also das nennt man dann den sogenannten Travel-Weg, ne, den man da einstellen soll in dem Flight Controller. Ich dachte mir jetzt heute jetzt irgendwie, nachdem ich mir jetzt dann nochmal die Anleitung durchgelesen habe, von den Rotorblättern von der Blattschmied. Also ich habe mich, wie gesagt, monatelang mit diesen Blättern herumgeschlagen. Ich habe da echt versucht, einen Flug hinzubekommen. Ich habe es nie geschafft, weil 3 Monate lang habe ich mich damit einen abgequält. Weil der Helikopter, ich habe den auch echt teilweise richtig fast schon geschrottet dadurch, weil es hat mir keiner erklärt irgendwie, Mensch, versuch's mal mit anderen Heckrotorblättern. Ich dachte immer, Mensch, hab doch alles richtig gemacht und was ist jetzt, geht jetzt wieder nicht. Also der Helikopter, der drehte immer gleich nach dem Abheben, drehte der immer. Er drehte sich gleich, ne? Also abheben, kaum 50 Zentimeter in der Luft. Also das manchmal blieb er stabil und dann irgendwann im Fluge fing der dann an, sich zu drehen, ne? Also das ist dann auch sehr unangenehm, wenn man so mitten im Flug und dann auf einmal so und dann ja, ne? Also da so fliegen lernen, oh, als Anfänger, Einsteiger, der einen Scale-Helikopter fliegen möchte. Boah, tut man sich wahnsinnig schwer. Ich habe mich dann entschieden, ja, jetzt versuchst du es mal mit anderen Heckrotorblättern, vielleicht so eher noch ein bisschen länger. Von der Blattschmied, also das sind die 95er. Jetzt habe ich mir die 105er besorgt. Die sind 1 Zentimeter länger. Mit denen fange ich jetzt heute, dachte ich, fange ich jetzt mal an. Also ich bin mit den 105ern auch schon geflogen. Bis der Helikopter mir in der Luft, also es war fast Windstille. Ich dachte, ich stelle ihn jetzt mal hin, so auf 5 Meter, 4 Meter und drehe mal so eine Pirouette. So eine ganz sanfte. Und auf einmal haute der total ab. Und ich wusste jetzt gar nicht, was ist jetzt los. Also, um nochmal auf den Punkt zurückzugehen, also es gibt diesen Travel, den man in diesem Flight Controller von Spectrum Horizon Hobby einstellen soll. Da geht es aber um Die Werte, die man einstellen soll. soll, damit der Schlitten maximal von links bis nach rechts fährt, ohne dass das Servo
überdreht oder überspannt wird, wenn dann der Schlitten knallhart links anliegt und knallhart rechts anliegt. Jetzt steht aber hier in der Anleitung Hinweis von Hilitec, der Blattschmied, maximaler Anstellwinkel plus minus 20 Grad. Das ist natürlich ein ganz anderer Gedankenansatz, wenn man dann sagt, ja, jetzt musst du aber den Travel einstellen, damit plus minus 20 Grad stimmen. Ich habe es dann, wie gesagt, versucht, vor 2 Tagen. Geodreieck hernehmen. Blatt Papier. 20 Grad. Zuschneiden und einfach so mit Augenmaß versuchen, das so irgendwie hinzubekommen und mal aufgeklebten Streichholz aufs Blatt hier oben drauf, damit man wie so einen Zeiger hat. Tut man sich aber schwer. Ich dachte mir jetzt heute, irgendwie ist ja doof. Jetzt hast du schon eine digitale Pitch-Lehre. Mensch, lass dir doch was einfallen. Ich habe das heute gemacht. Und zwar sieht das jetzt so aus. Man stellt den Helikopter auf seine Werkbank, dann nimmt man, also das Hauptrotorblatt, lege ich dann die Pitchlehre andersrum, lege sie einfach auf den, in Rollrichtung drauf, damit ich da 0 Grad habe. Dazu lege ich immer so einen Keil drunter. Die gibt es beim Baumarkt, kosten nicht ganz billig, 7 Euro, sind aber gut gemacht, sehr spitz, mit so einem Hartgummi-Schaumstoff hier oben drauf, ist gut gemacht, damit kann man super, kann man das unter die Kufen setzen und dann reinschieben, und bis man dann 0 Grad hier hat. Also so dachte ich mir jetzt erstmal, jetzt habe ich wenigstens oben den Hauptrotor steht exakt auf 0 Grad. Und dann drehst du die Blätter so hin, dass der Heckrotor fast in einer Linie steht zum Heckrohr. Schaltest den Helikopter ein, klebst hier, sieht man jetzt hier glaube ich nicht so richtig gut, ein Klebeband hin, damit der Heckrotor, der Hauptrotor nicht abhaut, und damit es so hinten stehen bleibt, der Heckrotor genauso in Längsrichtung des Heckrohrs. Die digitale Pitchlehre von allein ist ziemlich gut, weil es ist so ein schöner Block, da kann man, gut ansetzen. Ich habe es versucht hier reinzustellen, dass es so steht, aber hat nicht geklappt. Oh, muss das jetzt sein? So. Dann habe ich das hier dran geklebt mit Tesafilm sozusagen. Einmal hinten und einmal hier so rum. Dann hat man so eine ziemlich geile digitale Pitchlehre, um, man macht es ja für einen Hauptrotor auch, ne? Das sind die AFR-Werte. Damit kann man den Pitch einstellen, den Roll einstellen, den Collective einstellen, und mit den Werten, die man da eingibt, bestimmt man sozusagen einen Gradwinkel, ne? Also das sind zwar einfach nur Nummern, aber die Nummern bestimmen halt einen Gradwinkel. Und bei Travel für das Tail ist es ja nicht anders. Also das geht jetzt nicht um den Schlitten, damit der Schlitten da von maximal bis hier reinfährt und wieder rausfährt, damit man da bestimmt mit den Travel-Angaben, damit das Servo nicht überspannt wird und das Gestänge nicht überspannt wird, und das Servo nicht anfängt zu brummen. Also das ist der Ansatz von Spektrum Horizon Hobby. Und jetzt dachte ich mir heute aber nochmal, also nachdem ich mir das nochmal zu Gemüte geführt habe, das Zettelchen hier mit den maximalen Anstellwinkeln für Scale Flying. Also es geht hier nicht um Akrobatik-Helikopter, sondern es geht hier einfach nur um gutes, sicheres, stabiles Scale fliegen, und da steht plus minus 20 Grad. Also das ist schon mal so ein Hinweis. Dachte mir, jetzt nehme ich den Hinweis mal wahr, weil 90
Travel für Tail einstellen, 90 bis 110. Wenn man sich das so anguckt, wie die Blätter dann stehen, so ein maximaler Anstellenwinkel von 45 Grad sind es dann für rechts. Da dachte man, das ist schon wahnsinnig viel, ne? Also das ist ja schon irre. Deswegen dachte ich mir, jetzt stellst du mal den Travel richtig ein, damit das mal stimmt. Also so habe ich das dann gemacht, also mit der Schablone, mit Papier oder im Geodreieck, war mir zu blöd. Und um so ein bestes Mechanical Setup zu bekommen, immer das gleiche Prozedere, so weiß man eigentlich, so hat man das beste Mechanical Setup zum Kalibrieren und Einstellen. Da ist man auf Nummer sicher. Da kann man dann hinterher nicht sagen, ah, jetzt hast du es aber nicht genau genug gemacht, ne? Also, wie gesagt, da unter die Kufe hier diesen Keil drunter schieben, bis da 0 Grad auf der digitalen Pitchlehre steht. Wenn ich es oben hier auf das Blatt in 90 Grad Stellung hinstelle, drauflege, und dann weiß ich schon mal, okay, der Helikopter steht jetzt, der Hauptrotor steht jetzt schon mal exakt gerade. Und dann stellst du das Blatt hinten so hin, das Heckrotorblatt, dass das genau in Linie steht mit dem Heckrohr. Dann klebst du da die digitale Pitchlehre dran, einschalten, und dann fängst du an, hier mit Travel die Werte einzustellen. Ich bin jetzt bei 89 und 59. Left 89 und right 49. Da bin ich so ziemlich genau bei 20,2 und 20,34. Und dann könnt ihr das wenigstens so mit der angeklebten digitalen Pitchlehre, könnt ihr jetzt wenigstens mal exakt genau die Travelwege bestimmen. Was sind denn genau? Also es geht, wie gesagt, nicht um die, da ist noch wirklich viel Luft dazwischen. Also es geht nicht darum, hier den Schlitten und die Heckrohrstange, auf die der Schlitten läuft, damit man den Schlitten, den Maximalweg bestimmt von da bis da, sondern von hier bis da, sondern es geht darum, eigentlich nur das Heckrotor, den Anstellwinkel maximal zu bestimmen, ne? Für Left und Right. Und das sind halt jetzt genau 20,2 und 20,34. Also hier sind es 20,3, schwankt immer 3,4, 3,4, und hier sind es 20,2, also schon ziemlich genau. So habe ich es jetzt eingestellt. Das ist ein ziemlich geiles Konzept, da hat man so eine ziemlich gute Nummer. Wie gesagt, bei Werten jetzt 89, 49, also da ist wirklich noch gut Platz auf der rechten Seite des Schlittens und auf der linken Seite des Schlittens. Also die Werte von 90 bis 110, wenn ich mich da an die Anleitung halte von Tom Cox oder wie er heißt, dann bin ich halt bei 90 bis 110, ne? Aber bei 110, also wenn ich das jetzt fliegen würde, ich glaube, der Helikopter, der würde, ich weiß nicht, wie schnell der eine Pirouette drehen würde, aber wahrscheinlich so schnell wie ein Eisläufer, der eine 2-, 3-fach, 4-fach Pirouette versucht zu drehen, ne? So ungefähr. Also das brauche ich halt eigentlich nicht für Scale Flying. Man will halt was ganz Sanftes, Smoothes, und ja, das ist schon guter Hinweis, maximaler Anstellwinkel plus minus 20 Grad. Und wie mache ich es jetzt? Ne? Dachte ich mir jetzt, gut, jetzt machst du es so. Ne? Also das ist schon ein geiles, so ist es ein geiles Konzept, das funktioniert. Dann hat man wenigstens schon mal die richtig guten Travel-Wege eingestellt.
und ist sich ziemlich sicher, jetzt habe ich die Anstellwinkel für das Heckrotorblatt, habe ich jetzt genau rausgefunden. Ne? Also das ist noch besser als eine Papierschablone oder ein Geodreieck, da tut man sich echt schwer, 20 Grad zu finden. Pi mal Daumen, ne, das einzustellen, so geht, kann man es ziemlich gut machen, ziemlich genau. Wie gesagt, bin jetzt bei minus, genau hier, genau minus, also 20,34 war hier der Schwank. 3,4. Hier sind es ziemlich stabil, minus 20,2. Also das waren jetzt die besten Werte, die ich gefunden habe, damit sich das hier bei 0 Grad, ich genau hier die beiden Anstellwinkel von plus und minus 20 Grad habe, fertig. Also so würde ich das machen. Ich kann jetzt nichts garantieren. Also weil können sich, wie gesagt, also viele Flight Control Ingenieure können sich jetzt wieder streiten und Softwareentwickler, nee, es ist so, nee, es ist so. Der Verkäufer sagt, nee, es ist so. Und dann kommen noch die Modellbau-Forumsmitglieder, nee, das ist auch, muss es so machen. Also ich für mich habe das jetzt so gemacht. Jetzt habe ich wenigstens dem Flight Controller beigebracht. Also das sind Werte, Maximalausschläge. Das scheint auch wirklich zu reichen für einen Scale-Flieger. Der muss nicht mit dem Affentempo eine Pirouette um die eigene Achse, Hauptrotorachse, sich drehen lassen, wie so ein Irrer. Es reicht, 20 Grad reicht, ne? So, fertig. Ich bin aufs Feld gegangen. Dachte ich jetzt, hast du alles richtig eingestellt? Nee, aber ich bin noch nicht fertig, weil jetzt geht es noch darum, den Blattversatz zu finden. Ne? Also wenn ich den Helikopter einschalte, dann habe ich jetzt hier, also die Profis sagen jetzt wieder, man hat einen Winkel von, also es geht jetzt hier an der Linie, habe ich praktisch den 0-Grad-Winkel. Aber wenn ich den Helikopter einschalte, ist es ja ein bisschen schräg. Ne? Also das steht nicht wirklich. So, sondern es steht ja leicht schief, ne? Also den Versatz finden. Also was es halt nicht gibt in der Anlage, dass man sagen kann, jetzt eine Tail Priority, ne? In dem Menü. Das wäre jetzt natürlich noch. Da kann man eine Tail Priority 0 bis 50 oder irgendwie sowas. Ne? Also 50 wäre dann, wenn ich einen Gradwinkel eingestellt habe, in Software, Flugtechniker, Ingenieure von 20 Grad, dann sind halt 50 ist ein 10 Grad. Ne? Dann kann ich da eine Tail Priority einstellen von bis 10 Grad. Ne? Also das ist nämlich jetzt so, wenn ich das richtig verstanden habe, aufs Flugfeld gehen und jetzt diesen perfekten Versatz finden, ne? Diesen perfekten, also Helikopterprofis, Bauprofis, die sagen, der Winkel liegt irgendwo zwischen 3 Grad und 8 Grad. Das ist natürlich immer davon abhängig, also was habe ich jetzt für Heckrotorblätter dran geschraubt, mit welcher Geschwindigkeit drehen sich die Heckrotorblätter. Und was habe ich für Hauptrotorblätter? Ist es ein 2-Blatt, ein 3-Blatt, ein 4-Blatt, ein 5-Blatt? Ist es ein dünnes Blatt? Ist es ein dickeres Blatt? Hat es einen S-Schlag? Hat es keinen S-Schlag? Also die Heckrotorblätter, die haben so einen leichten S-Schlag. Das hätten sie besser machen können. Ne? Das sind so ein paar. Aber das hat so einen leichten S-Schlag. Die sind auch, wie gesagt, etwas dicker. Die sind symmetrisch, die sind unsymmetrisch.
Also ich habe es jetzt noch nicht geflogen mit den 95ern. Wenn es mit den 95er fliegen sollte, nehme ich die 95er. Ansonsten probiere ich es jetzt erstmal mit den 105ern. Und jetzt geht es aber darum, den perfekten Versatz zu finden, wenn ich den Helikopter einschalte. Wenn ich den Helikopter einstellte, ist es nicht genau 90 Grad Winkel, sondern das wird jetzt, ist ungefähr so ein Winkel. Und jetzt muss ich schauen, dass ich die Kugelpfanne hinten immer um eine halbe Umdrehung reindrehe, um jetzt den besten Winkelversatz zu finden. Damit ich, jetzt muss ich den besten Winkel rausfinden, den Winkelversatz, um die Tail-Priority zu bestimmen. Deswegen wäre das eigentlich viel interessanter, wenn man sagen könnte, jetzt kann ich hier eine Tail-Priority einstellen. Da muss ich nicht mechanisch noch eine Kugelpfanne reindrehen, sondern mach's halt über die Anlage. Gut, aber es ist ja nicht so, dass der Flight Controller das selber herausfindet. Das muss man auch manuell machen. Jetzt muss ich mich jedes Mal aufs Feld stellen, Kugelpfanne um eine halbe Umdrehung reindrehen, wieder dran klemmen, um diesen perfekten Winkelversatz zu finden. Wie viel sind es denn jetzt? Also das sind so kleine. Also um das mal Leuten klar zu machen, wie wenig Winkel das ist. Ne? Also es geht hier nicht um solche Grade. Ne? Es geht hier um, also eine halbe Drehung von der Kugelpfanne, das ist, ein Mikromillimeter ist das. Ne? Also das ist wirklich nicht viel. Und jetzt muss ich mich aber noch aufs Feld stellen und jedes Mal austesten, ja, hält denn das Tail? Also das Beste, um das dann rauszufinden, diesen Winkelversatz, also den Versatz muss ich finden. Das ist der Maximalausschlag und jetzt muss ich irgendwas finden zwischen 0 und 8 Grad, wenn ich jetzt den Profis vertrauen kann. Zwischen 3 und 8 Grad, jetzt muss ich den perfekten Gradwinkel finden, der genau stimmt, damit das Heckrohr bei Zugabe von Collective mir nicht nach rechts abhaut. Ne? Also das ist jetzt der Punkt, wo wieder der Testpilot dann aufs Feld muss. Helikopter auf den Boden setzen, abheben und dann Collective dazugeben. Ne? Immer so ein auf und ab und auf und ab. Also wenn der Helikopter so macht mit dem Heck hinten, dann weiß man, scheiße, das Tail hält nicht. Und deswegen muss ich jetzt jedes Mal eine halbe Kugel Pfannendrehung reindrehen, ne? Die Kugelpfanne hinten. Hier gerade beim, sieht man die irgendwo ein bisschen besser? Nee. Hier. Also hier die Kugelpfanne, halbe Umdrehung rein, wieder dran klemmen, aufs Feld gehen, Helikopter starten, dann die auf und ab, ne? Und wenn ich immer noch feststelle, also erstmal so schauen, ob das Heck hinten noch, also wenn es immer so ein bisschen so macht, dann ist es jetzt nicht eine zu hohe P-Einstellung, sondern dann muss der Flight Controller jedes Mal das Heck nachjustieren, weil das Drehmoment durch das Hauptrotor Drehmoment versucht er immer nach rechts wegzubrechen, das Heck. Ne? Also ist dann nicht der P-Faktor, sondern eine PID-Werteinstellung, sondern das ist einfach dieser Versatz von dieser Kugelpfanne, den perfekten Winkel, den ich jetzt finden muss, weil man kann das ja, wie gesagt, nicht über die Anlage einstellen, dass man jetzt hier sagen könnte, jetzt gibt man hier eine Tail-Priority ein, noch in Vorwärts-Gedankengang-Programmierung, weil es der Flight Controller jetzt ja nicht selber rausfindet. Also
Das soweit dazu. Ich wollte es Leuten nur erklären, also wie das, so wie ich das Konzept in Diplomarbeit verstanden habe, wie sich die Ingenieure das gedacht haben. Also jetzt geht es noch, wie gesagt, also die maximalen Anstellwinkel kann man so, wie gesagt, ankleben. Digitale Pitchlehre kann man so die Winkel genau definieren, damit man hier die besten, die richtigen Travel-Werte findet für Left und Right. Also es geht, wie gesagt, bei meinem Ansatz nicht darum, jetzt die Schiene zu finden, damit die Schiene möglichst weit da reinrutscht und wieder rausrutscht. Es geht jetzt nicht um die Schiene, sondern bei mir geht es um die Gradanzahl hinten am Heckrotorblatt. Ne? Also es geht nur um die Gradzahlen, die widerspiegeln dann diesen Wert, den ich hier eintrage. Und bei diesen Werten geht es, wie gesagt, nicht um den Schlitten auf der Heckrohrstange. Das ist nicht, darum geht es nicht, sondern es geht um den Anstellwinkel der Heckrotorblätter. Das ist ein ganz anderer Gedankenansatz, weil irgendwas muss ja der Flight Controller wissen. Also wenn ich es für Roll, Pitch und Collective auch eine Pitch-Lehre draufsetze, dann wäre es eigentlich schlau, wenn ich es fürs Heckrotorblatt genauso mache. Ne? Und so habe ich jetzt zumindest bei den Werten minus, also 98, 89 und 49, bin ich jetzt wie gesagt bei 20,2, 20,2 und 20,34. Also da bin ich jetzt so ziemlich genau im grünen Bereich, also perfekter einstellen kann man schon gar nicht mehr mit 89 und 49. Da bin ich jetzt auf Nummer sicher. Da kann mir keiner mehr was sagen. Und jetzt muss ich halt noch herausfinden, wie weit ich jetzt zwischen 3, sind es jetzt 3 Grad, sind es 4 Grad, sind es 5 Grad, sind es 6 Grad, sind es 7 Grad, sind es 8 Grad. Je nachdem, wie viel Drehzahl hier hinten ankommt, ob es, wie gesagt, ob da viel oder wenig Luft, Thrust da dran bläst an den Heck, ans Heckrotor, das spielt auch noch eine Rolle. Also es ist schon ein sehr komplexes Thema. Ich bin, wie gesagt, noch nicht durch. Wenn ich das jetzt einmal eingestellt habe für das 105er Blatt, dann überlege ich mir, ob ich das 95er nochmal durchteste in 95 mm Länge. Jetzt mache ich es aber erstmal mit dem 105 mm Länge Blatt, weil da habe ich jetzt zumindest schon mal gute, nächstes Mal ein Flugerlebnis gehabt, wo ich mir dachte, jetzt kann ich endlich mal ein bisschen Flugschule machen. Aber wie gesagt, heute wieder, ich habe am Abend nur 1,5 Stunden Zeit, weil ab 5 Uhr lässt der Wind nach, halb 6.30 Uhr geht es dann schon dunkel. Also bleiben mir nur 1,5 Stunden. Die beheizte Halle, 20 Meter hoch, die habe ich nicht. Also muss ich irgendwie sehen, wie ich klarkomme. Aber jetzt, das war jetzt so mein Advice, wie stellt man diesen Flight Controller ein. Ne? Weil ich glaube, das ist ein Thema, ich glaube, viele wissen nicht, wie es geht, weil es erklärt einem keiner. In Foren, boah, man liest so viel Quatsch, ich habe gar keine Zeit, mir das alles durchzulesen. Und eine richtige Antwort bekommt man dann auch nicht. Und die Leute lenken dann sowieso alle mal vom Thema ab. Und dann muss der noch seinen Senf dazugeben und der noch und der noch. Und also ich habe da gar keine Lust, bei irgendeinem Helikopterforum mitzumachen. Ich muss es irgendwie selber herausfinden. Und so habe ich das jetzt zumindest mal gemacht. Maximaler Anstellwinkel 20 Grad, 20 Grad ist jetzt schon mal eingestellt. Komme ich zu den Werten äquivalent zu den Gradzahlen für Left und Right, bin ich dann bei 89, 49. Jetzt weiß der Flight Controller und der Transmitter wenigstens schon mal, okay, das sind jetzt die Maximalwerte. Also mehr brauche ich nicht. Also ich
Der Helikopter muss, wie gesagt, nicht, wenn ich jetzt versuche, eine Pirouette zu drehen, ne? Also wenn ich einen Maximalausschlag machen würde, wahrscheinlich, aber nicht, ne? Also ich brauche nicht so ein highly aggressive Tailblatt da hinten dran. Und ich glaube schon, dass man mit plus minus 20 Grad auf den Tailblättern hinten gut hinkommt. Und jetzt muss ich halt schauen, dass ich den perfekten Tail-Priority-Wert finde, beziehungsweise Anstellwinkel, damit ich das Drehmoment ausgleichen kann. Ne? Weil jedes Mal, wenn ich Collective dazugebe, will das Heck noch mehr ausbrechen nach rechts. Und das muss ich jetzt noch durchtesten. Ich hoffe, ich bin dann morgen oder übermorgen irgendwann durch. Sollte ich den Wert gefunden haben und sollte ich feststellen, ja, das ist jetzt der Wert, kann ich nochmal die Pitch-Leere draufklemmen, Helikopter einschalten und dann klebe ich es nochmal drauf und dann schaue ich, wie viel Grad das sind und dann bei 105 mm Länge. Ich nehme mal an, dass der Versatz dann wahrscheinlich bei 95 mm Länge, wo dann Zentimeter fehlt hier, dass der wahrscheinlich noch ein bisschen Tick höher sitzt. Ne? Also das sind vielleicht dann so 7 Grad und bei einer 105 mm Blattlänge sind es vielleicht 5 Grad oder 4 Grad, irgendwie sowas. Ne? Oder aber beim kürzeren Blatt, glaube ich, ist der Anstellwinkel dann, der Versatzwinkel liegt dann wahrscheinlich höher. Kann ich euch aber nicht sagen. Ich werde mir die Werte aufschreiben. Jetzt fange ich erstmal beim 105er an. Ein bisschen Flugspaß will man ja auch haben. Man will ja nicht nur rumstellen und einstellen. Also sollte sich das Tail dann stabil halten. Auch bei Collective-Zugabe, dass der Helikopter mal sicher stabil fliegt, ohne so zu machen. Oder wie heute, ich fliege nur eine Minute lang und auf einmal mitten im Flug macht er dann auf einmal so, verstellt sich total. Ich richte es dann wieder richtig hin, versuche weiter zu fliegen. Also ich glaube, das hat auch damit zu tun, um diesen Versatzwinkel zu finden. Ne? Der Helikopter einschalten und dann ist der Versatz, stehen die Blätter halt so. Jetzt stehen sie, glaube ich, so stehen sie jetzt. Das scheint noch nicht ganz zu reichen. Also wieder halbe Kugelpfanne, halbe Umdrehung reindrehen, wieder aufs Feld, wieder testen. Also um mal Menschen zu erklären, wie lange das dauert, bis man das mal alles eingestellt hat und eingeflogen hat. Also es ist wirklich, die richtigen Flugmanöver erklärt einem ja auch keiner, weil, also das ist ganz wichtig, glaube ich, den Helikopter Collective geben, Collective geben, Collective geben. Und wenn es so ist, dann heißt es ja, der Versatzwinkel stimmt noch nicht ganz. Das erklärt einem einfach keiner. Ne? Also es ist wirklich ein sehr komplexes Thema. Es gibt sogar Airbus-Ingenieure, die da Flight-Controller bauen für ihre Helikopter-Firma. Also ziemlich frisch, 2019, 20. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die sind. Also die bauen ja nichts für RC-Modellbauer, sondern halt nur für anderweitige Zwecke. Und das ist jetzt aber so mein Erfahrungswert, den ich jetzt mitgeben kann. Mit den Tipps und Tricks, die ich gegeben habe, wie gesagt, also das ist auch nicht doof hier, so ein Keil für einen Helikopter zum Kalibrieren. Ne? Also man kann eine Wasserwaage drauflegen, aber wie gesagt, ich mache das immer, entweder ich schiebe die Keile hier hinter die Kufen oder vorne dran, dann schiebe ich den Keil immer ein Stück weiter rein und dann irgendwann stimmt der Winkel dann genau auf Null. Ne? Also ein paar gute Tipps habe ich euch jetzt gegeben.
Ich hoffe, ihr kommt damit klar und habt vielleicht dann endlich auch mal ein bisschen Flugspaß. Also ich hätte es auch gerne lieber ein bisschen mehr Flugschule, als monatelang sich durch ein Thema durchbeißen müssen, um irgendwas herauszufinden, weil es Leute wirklich schlecht erklären. Vielleicht sind es ein paar Tipps, aber wie gesagt, ich teste das noch durch. Wenn ich den idealen Versatzwinkel gefunden habe, werde ich nochmal das versuchen, in einem Videotutorial klar zu machen. Ob ich da noch Bock habe, die 95er durchzutesten, weiß ich noch nicht. Ich glaube, ich bin dann vielleicht auch erstmal froh, wenn ich erstmal ein bisschen fliegen kann, ohne dass er abstürzt oder mir um die Ohren haut oder sich wieder irgendwas verstellt. Also ich finde, die Werte, die PID-Werte sind wieder anders als vorher. Also ich habe festgestellt, wenn ich die Anlage in mein Apple WLAN Airport hänge und ich bekomme dann ständig Warnmeldungen, IX Airware not responding, please submit Bug Report, ne? Ich mache das dann zweimal, dann wird der Bildschirm schwarz, dann soll man das Ding ausschalten, eine Minute warten, also nicht auch gleich ausschalten, warten, bis das Lämpchen dann ausgeht, nach dem Ausschalten, das blinkt dann, das leuchtet dann noch so 20 Sekunden, dann warten, bis es nicht mehr leuchtet, dann eine Minute warten, Sender wieder einschalten. Und wie ich festgestellt habe, also meine PID-Werte haben sich schon wieder irgendwas hat sich schon wieder verändert. Ich hoffe, ich bin jetzt durch mit den PID-Werten und komme jetzt mit dem Tail weiter, wenn ich jetzt den besten Versatzwinkel noch gefunden habe, um etwaige Hackausbrüche in den Griff zu bekommen bei Zugabe von Collective. Was ich, wie gesagt, auch noch versucht habe, ist genau, mich auf die Wiese stellen, muss ich gerade mal schauen, wo ich das jetzt gefunden, wo ich das jetzt habe, und mal auf die Schnelle. Na, darum geht es ja, die globale Marktwirtschaft. Jeder will verkaufen, keiner will erklären. Genau, also das finde ich ein guter Test hier. Das ist, wie gesagt, Airbus VSR 700 First Flight, Dezember 6, 2019. Ist noch gar nicht so alt. Die machen hier so ein richtig breites Kreuz da unten drauf. Die testen gerade so einen Flight Controller, ist auch unbemannt, ist ein bisschen größer, das Modell. Also das ist mir zu groß. Aber das ist so ein Flugmanöver, was also ich habe ja nicht so ein Kabel, so ein Messtechnikkabel hier, was dann irgendwie ins Flight Control System geht, ne, damit die dann live irgendwelche Messdaten messen können. Also mein Vater hat das gemacht als Beruf für Tornados und so weiter. Also so eine ganz einfache Drehung nur, ne? Das versuche ich gerade, das durchzutesten mit diesem Flight Controller. Das ist so ein ganz wichtiges Flugmanöver, um zu sehen, ob ich das schaffe mit diesem Flight Controller, ne? Damit dieses in einer Linie hier stehen bleibt, im Hauptrotorachse, und der Helikopter eben nicht nach links und nach rechts driftet. Ne? Also das Team hier am Ende habe ich nicht. Ich musste versuchen, dass ich das alleine irgendwie auf die Reihe bekomme, mit den besten PID-Werten und Werten, die ich da ermittle, in der Anlage, damit ich dann hier die Best, wie ich es weiß,
Jetzt habe ich die besten mechanischen Einstellungen, die besten Werte ermittelt und jetzt muss ich zusehen, dass das Ding auch genau schön in der Hauptrotorachse stehen bleibt und das Heck einmal sich schön links und einmal rechts rum im Uhrzeigersinn, gegen den Uhrzeigersinn auch stabil in der Luft steht. Also tut es nicht. Ich mache das immer so, ich stelle mich dann in Bodenschwebe. Also ich habe das nicht, wie gesagt, wie die Jungs hier bei Airbus, hier so ein ganzes Flight Controller Team, die mir dann da helfen mit der langen Kabelleitung hier irgendwas rauszulesen, um irgendwas optimieren zu können. Ne? Ich mache das irgendwie, ich stelle mich dann hinter den Helikopter und drehe mich mit dem Helikopter einmal so um den Kreis und schaue, wie der reagiert. Aber ich habe heute gemerkt, also das ist, boah, schwierig, muss man echt mit dem rechten Steuerknüppel, muss man ganz schön rumhantieren, damit er dann möglichst in der Achse hier stehen bleibt. Ne? Wir sind also noch nicht durch. Ne? Es ist noch Stability, Stability, Stability.